Heute für euch die verborgene Bedeutung jedes Todes in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Bedeutung hinter den prominenten Todesfällen in der gesamten Harry Potter-Reihe sprechen. Obwohl die ersten Bücher eindeutig für ein jüngeres Publikum geschrieben wurden, ist von Anfang an ziemlich klar, dass dies keine Saga ist, die sich vor dem Töten von Charakteren scheut. Schon auf den ersten Seiten des Steins der Weisen erfahren wir neben einem verzweifelten 11-jährigen Harry Potter, dass seine Eltern nicht nur gestorben sind, sondern auch von einem der bösesten und dunkelsten Zauberer aller Zeiten ermordet wurden. Viele von uns waren tatsächlich überrascht, als einige unserer Lieblingscharaktere in den folgenden Büchern und Filmen getötet wurden. Es hätte eigentlich ziemlich offensichtlich sein müssen, dass wir uns auf eine düstere und gefährliche Reise begeben würden. Und genau das führt uns zum heutigen Thema: die Bedeutung dieser Tode. Haben sie eine tiefere Bedeutung oder waren sie nur dazu gedacht, mit unseren Emotionen zu spielen? Im heutigen Video werden wir über diese Todesfälle sprechen und insbesondere untersuchen, was jeder einzelne von ihnen im größeren Kontext der Saga bedeutet. Beginnen wir mit dem Tod von Lily und James Potter. Bereits zu Beginn des Romans oder der Filmversion des Steins der Weisen erfahren wir, dass Harry Potter als Waise aufgewachsen ist, nachdem er beide Eltern verloren hat. Obwohl ihm seine Tante und sein Onkel sagten, dass der Tod seiner Eltern durch einen Autounfall verursacht wurde und daher ein Unfall war, findet er bald heraus, dass Lily und James Potter tatsächlich von Lord Voldemort, einem der dunkelsten und bösesten Zauberer aller Zeiten, ermordet wurden. Doch abgesehen von der Tragödie, was ist die Bedeutung hinter diesen Todesfällen, von denen wir zum ersten Mal in der Saga hören? Meiner Meinung nach ist die Antwort darauf ziemlich vielschichtig. Harry musste ein Waisenkind mit einer tragischen Vorgeschichte sein, um der junge Held der Erzählung zu werden und schließlich Lord Voldemort zu besiegen. Seine Erfahrungen als Waise haben ihn mutig, einfallsreich, loyal und bescheiden gemacht. Das Zusammenleben mit seiner missbrauchenden und herabsetzenden Tante und seinem Onkel und Cousin halfen ihm, einfallsreich zu sein und das Leben in einem Schrank unter der Treppe zu ertragen. Beispiele dafür, wie schädlich es ist, gierig und voreingenommen zu sein, finden wir, als Harry endlich in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im Alter von 11 Jahren ankam. Er war mehr als bereit und willens, freundliche, mitfühlende Menschen zu umarmen und Beziehungen zu entwickeln, die unerschütterlich loyal waren. Der Tod von Harrys Eltern diente also dazu, den Rahmen für seinen Charakter zu schaffen. Einer der Hauptgründe dafür, dass er in der Lage war, den dunklen Lord überhaupt zu besiegen. Später im ersten Buch, dem Stein der Weisen, erleben wir den Untergang von Professor Quirinus Quirrell. Obwohl er nicht von Natur aus böse oder schlecht war, war er eher unglücklich und wurde durch den Versuch, mächtig zu werden, von dunklen Künsten angetrieben. Es wird berichtet, dass dieser Übermut ihn in den verbotenen Wald von Albanien trieb, auf der Suche nach den vermeintlich besiegten, geglaubten Kräften von Lord Voldemort. Tragischerweise fand Quirrell tatsächlich Lord Voldemort und wurde von dem dunklen Zauberer besessen. Am Ende starb Professor Quirrell durch die Hände von Harry Potter, als Voldemorts schaffenhaftes Selbst aus dem Körper von Quirrell entkam. Es war ein tragischer Tod für einen Mann, der etwas Tragisches erlebt hatte. Der Tod von Professor Quirrell ist eigentlich ziemlich bedeutend, denn es markiert das erste Mal, dass Harry tatsächlich jemanden tötet. In meinen Augen ist dies der Moment, der Harry auf seine Reise katapultiert, Lord Voldemort zu besiegen. Schließlich hatte der Zauberer, den er zur Strecke brachte, buchstäblich den dunklen Lord in seinem Hinterkopf. Wie bereits erwähnt, war Quirrell auch ein unglaublich eitler und arroganter Zauberer, der nach Macht besessen war. Der Tod von Quirrell kann daher in gewisser Weise als das Ereignis betrachtet werden, bei dem Harry den Teil von Voldemort vernichtet, der dachte, es wäre einfach, Harry zu verfolgen und zu besiegen. Cedric Diggory hingegen wollte nur eine faire Chance haben, seine Schule beim Trimagischen Turnier zu repräsentieren, ohne vom Jungen, der überlebte, überschattet zu werden. Dies endete tragisch, als er und Harry beschlossen, den Pokal gemeinsam zu ergreifen und Hogwarts als Sieger zu repräsentieren. Nachdem Harry den trimagischen Pokal ergattert hatte, der sich als Portschlüssel herausstellte und sie zu Voldemort und seinen Anhängern transportierte, war es unerwartet und verheerend. Aber was bedeutete dies für Harry und die Erzählung insgesamt? Ich denke, Cedric Diggorys Tod sollte als eine Art Vorläufer für weitere Todesfälle betrachtet werden, ein Hinweis darauf, was noch kommen sollte.
Cedrics Tod ereignete sich am Ende des Feuerkelchs. In den folgenden Teilen der Saga sahen wir eine Zunahme von Todesfällen, was an sich nicht überraschend war, aber die Tatsache, dass immer mehr gute und liebenswerte Protagonisten getötet wurden, verstärkte den Eindruck. Cedric, der sowohl Rivale als auch Verbündeter war, war der erste Tropfen auf dem heißen Stein. Sirius Black. Selbst nach dem Tod von Cedric Diggory am Ende des Feuerkelchs glaube ich nicht, dass die Fans auf den Tod vorbereitet waren, der im Orden des Phönix folgte. Ich beziehe mich natürlich auf das Ableben von Sirius Black. In Sirius hatte Harry endlich eine Vaterfigur gefunden, nach der er sich immer gesehnt hatte. Er hatte Zugang zu Erinnerungen und Anekdoten über seine Eltern. Sirius wurde sogar zu seinem Patenonkel ernannt und versprach, die Vormundschaft für Harry zu übernehmen, sobald sein Name reingewaschen war. Als dieser starke, charismatische Zauberer von einem Fluch getroffen wurde, der vom Zauberstab seiner eigenen Cousine Bellatrix Lestrange kam und durch den uralten und mystischen Schleier fiel, konnten die Fans es kaum glauben. Doch es war wahr. Für mich markierte der Tod von Sirius Black den nächsten Schritt auf Harrys dunkler und gefährlicher Reise. Wir dachten, dass es nach dem Verlust eines ehrenhaften und guten Klassenkameraden wie Cedric nicht schlimmer kommen konnte. Doch der Tod von Sirius Black zeigte den Fans, dass Harry noch viel mehr verlieren würde, bevor er den dunklen Lord besiegen könnte. Dann kam der Tod von Professor Albus Dumbledore. Wenn der Tod von Sirius Black schon tragisch und unerwartet war, so war der Tod von Dumbledore schlichtweg schockierend. Sicher, Sirius war stark und mächtig, aber Dumbledore schien unantastbar. Schließlich war er der Mann, der als größte und mächtigste Zaubererfunktion der modernen Magie galt. Er war die einzige Person, die von den beiden bösesten dunklen Zauberern des letzten Jahrhunderts gefürchtet wurde, und doch wurde er in einem Moment von seinem Verbündeten Professor Severus Snape getötet, nachdem er eine Höhle voller Inferi und einen giftigen Zaubertrank überlebt hatte. Der Tod von Albus Dumbledore repräsentiert so viel. Er zeigt uns Fans, dass wir nicht wussten, niemandem trauen konnten und dass niemand sicher war. Es war offensichtlich, dass noch mehr Menschen sterben werden. Alistair Mad-Eye Moody war ein ziemlich cooler Charakter, aber wenn man bedenkt, dass er während des größten Teils des Feuerkelchs eigentlich Barty Crouch Jr. war, dann ist das ein wenig seltsam. Aber ich schweife ab. Der Punkt ist, dass ich Professor Moody wirklich mochte, und als er während der Schlacht der Sieben Potters getötet wurde, war es ein weiterer harter Schlag. Als Mad-Eye Moody in der Schlacht der Sieben Potters getötet wurde, war ich nicht so stark betroffen wie beim Tod von Hedwig in derselben Schlacht. Ich frag mich, warum das so war, und die einzige Erklärung, die mir einfiel, ist, dass Moodys Tod im Vergleich zu Dumbledore einfach nicht so schockierend war. Ich denke, dass der Tod von Alistair, der so recht früh in den Heiligtümern des Todes geschah, andeuten sollte, dass der letzte Roman und die Filme voller Tod sein würden. Und nicht nur der Tod von Bösewichten, sondern auch von guten Hexen und Zauberern. Bis zu diesem Punkt war nur ein wichtiger, geliebter Charakter pro Buch oder pro Film getötet worden. Aber als Mad-Eye so früh starb, schien es unvermeidlich, dass dies nur der Anfang von noch viel mehr Verlusten war. Hedwig die Eule. Wie ich bereits erwähnte, wurde sie während der Schlacht der Sieben Potters zu Beginn der Heiligtümer des Todes ebenfalls getötet. Ihr Tod war besonders tragisch, aber er schien auch eine Botschaft zu haben. Ihr Tod zeigte, dass alles, was Harry nahe stand, freiwillig für den dunklen Lord und seine Todesser war. Sogar Wesen, die nicht menschlich waren. Hedwigs Tod bedeutete für Harry auch den Verlust eines großen Teils seiner Unschuld. Sie war ein Geschenk von Hagrid bei seinem allerersten Besuch in der Winkelgasse und war seit Beginn seiner Reise in der Zaubererwelt an seiner Seite. Der Verlust von Hedwig riss die physische Repräsentation dessen weg, was er war, als er in die Schule kam. Sie war das eine Wesen, mit dem er sich als nervöser Elfjähriger angefreundet hatte, als er ein neues Leben begann. Letztlich schien Hedwigs Tod zu zeigen, dass Harry während des verbleibenden Krieges gegen Voldemort nicht mehr erlaubt sein würde, einfach nur ein Junge zu sein. Dobby der Hauself. Mit dem Tod von Dobby hätten die Fans vielleicht nicht so schockiert und erschüttert sein sollen wie bei Hedwig, aber viele halten Dobbys Tod für einen der traurigsten, wenn nicht sogar den traurigsten Verlust der gesamten Saga. Als wohl miteinander etwas problematischer Hauself zeigte Dobby unerschütterliche Loyalität gegenüber Harry, von dem Moment an, als er im Dursley-Haus Nummer 4 in der Kammer des Schreckens auftauchte. Im Laufe des Romans oder der Romane war Dobbys Hauptziel, Harry Potter zu beschützen, sei es vor der Familie Malfoy oder anderen drohenden Gefahren. Stets war er auf das Wohl des Jungen bedacht.
Natürlich vertiefte sich seine Hingabe noch, als Harry ihm half, aus der Knechtschaft bei den Malfoys zu entkommen. Warum also dieses geliebte magische Wesen töten? Die Antwort liegt in einer Parallele zur Bedeutung von Hedwigs Tod. Es zeigt, wie Voldemort und seine Todesser Harrys Unschuld systematisch zerstörten. Hedwig repräsentierte Harrys elfjähriges Ich, während Dobby ihn im folgenden Jahr verkörperte. Mit dem Mord an diesem Wesen blieb immer weniger von dem übrig, was Harry einst war, bevor Voldemort zu voller Stärke zurückkehrte. Als Hauself hatte Dobby auch mächtige Magie, die Hexen und Zauberer nicht übertreffen konnten. Durch Dobbys Tod verlor Harry den Zugang zu dieser einzigartigen Magie, was das Spielfeld angleichen sollte und eine Anspielung darauf war, dass Harry Lord Voldemort letztendlich ganz allein gegenübertreten musste. Professor Severus Snape. Professor Severus Snape hinterließ bei vielen Fans ein zwiegespaltenes Gefühl. Waren sie traurig oder erleichtert über das, was gerade passiert war? Konnte Voldemort wirklich so rücksichtslos sein? Ja, in der Tat. Snapes Ermordung ermöglichte es uns, unsere Wahrnehmung von ihm neu zu kalibrieren. Es stellte sich heraus, dass er nicht der monströse Verräter war, der Dumbledore hintergangen hatte, wie wir alle dachten. Er war tatsächlich ein unglaublich loyaler Verbündeter von Dumbledore, der Trommelwirbel bitte in Harrys Mutter verliebt gewesen war. Sein Tod ermöglichte es ihm, Harry endlich die Wahrheit über seine Geschichte mit seinen Eltern zu offenbaren und ihm zu zeigen, wo seine Loyalität wirklich lag. Ich denke, dass viele Fans, mich eingeschlossen, den Tod von Snape in den Heiligtümern des Todes als zutiefst traurig empfanden. Aber ich glaube auch, dass viele von uns von den Umständen seines Todes überrascht waren. Schließlich war es keine Racheszene, in der Harry ihn für den Mord an Dumbledore zur Rechenschaft zog. Stattdessen wurde Snape von Voldemort getötet. Nicht, weil er entdeckt hatte, dass Severus unloyal war, sondern weil der Dunkle Lord dachte, dass er durch die Macht des Elderstabs gewinnen würde. Somit war Snapes Tod eine weitere Warnung an uns, Fans, dass wir keine Ahnung hatten, was wir als nächstes bekommen würden. Während der Schlacht um Hogwarts in den Heiligtümern des Todes gab es so viele Tode, dass ich mich auf einige der bedeutendsten Todesfälle konzentrieren möchte. Beginnt mit den bemerkenswertesten Mitgliedern des Ordens des Phönix: Remus Lupin, Nymphedora Tonks und Fred Weasley. Obwohl ich glaube, dass der Hauptsinn hinter diesen Todesfällen darin lag, zu zeigen, dass sowohl die gute als auch die böse Seite Verluste während des Zaubererkrieges erlitten haben, denke ich, dass es auch einige besondere Aspekte bei jedem dieser drei Tode hervorzuheben gibt. Bei Remus und Nymphedora scheint es mir, dass ihr Tod als Parallele zu Harrys Eltern dienen sollte. So wie Lily und James von Voldemort ermordet wurden und einen einjährigen Harry zurückließen, wurden Remus und Tonks aufgrund von Voldemorts Einfluss getötet und hinterließen ihren kleinen Sohn Teddy. Im Gegensatz zu Harry, der bei seinem missbrauchenden Verwandten leben musste, wurde Teddy jedoch von seiner Großmutter großgezogen, mit Unterstützung seines Patenonkels Harry. Dieses daraus resultierende Szenario zeigt sowohl die Kontinuität als auch die Unterschiede in den Familiengeschichten und stellt sicher, dass Teddy eine liebevolle und unterstützende Umgebung erhält, im Gegensatz zu Harrys schwieriger Kindheit. Der Tod von Remus und Nymphedora stellt dar, was mit Harry hätte passieren können, wenn seine Lebenssituation anders gewesen wäre oder wenn er früheren Zugang zu seinem Patenonkel gehabt hätte. Es zeigt auch, dass Harry nicht der einzige Mensch war, der einen großen Verlust durch die Hand von Voldemort oder den anderen Todessern erleiden musste. Fred Weasleys Tod scheint ein weiteres Beispiel dafür zu sein, dass in der Saga niemand unantastbar war. Fred und George waren ein unzertrennliches Duo. Und Freds Tod verdeutlicht, dass selbst die stärksten und engsten Verbindungen von den Todessern und Lord Voldemort zerstört werden konnten. Die letzten Todesfälle, die wir betrachten werden, sind die von Lord Voldemort und Bellatrix Lestrange. Die Tatsache, dass Bellatrix von Molly Weasley getötet wurde, sagt viel über die grausame und mächtige Hexe aus, die im Laufe der Saga viele Menschen getötet hat, einschließlich Sirius Black. Letztendlich war sie der gütigen und fürsorglichen Mrs. Weasley nicht gewachsen. Dies unterstreicht das Thema der Stärke von Liebe und Freundschaft gegenüber Verrat und Grausamkeit, ein starkes Thema in der gesamten Serie. Der endgültige Tod von Lord Voldemort zeigt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Roman und dem Film. Unabhängig von dieser Unterscheidung bleibt die Bedeutung seines Todes jedoch dieselbe. Es markiert das Ende eines Zeitalters, des Terrors und den Sieg von Mut und Freundschaft gegenüber Bösartigkeit und Hass. Meiner Meinung nach ist die Bedeutung von Voldemorts Tod in den Büchern viel eindringlicher, daher werde ich diese Version für die Zwecke des heutigen Videos verwenden.
Voldemort fiel rückwärts. Die geschlitzten Pupillen seiner scharlachroten Augen rollten nach oben. Tom Riddle schlug mit einer weltlichen Endgültigkeit auf dem Boden auf, sein Körper kraftlos und geschrumpft. Die weißen Hände waren leer, das schlangenartige Gesicht ausdruckslos und unwissend. Voldemort war tot, getötet durch seinen eigenen abprallenden Fluch. Und Harry stand mit zwei Zauberstäben in der Hand und starrte auf die leere Hülle seines Feindes herunter. Neben Voldemorts Tod als Zeichen für Harrys Sieg über das Böse und das Ende des Krieges denke ich, dass diese Passage wirklich zeigen soll, dass der dunkle Herrscher letztendlich auch nur ein Mensch war. Trotz all seiner bösen und dunklen Absichten konnte er sterben. Und das Ergebnis war, dass er den Tod fand und nur noch ein Körper war, wie jeder andere auch. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Stimmt ihr mit meinen Interpretationen überein? Gibt es noch andere Tode, die eurer Meinung nach für etwas Bestimmtes stehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.